Bürger. Geht nicht. Da spreche ich eigentlich mit Martin Alau. Aha. Das ist ein Komiker ist er, oder? Nein, war doch okay. War doch okay, alles klar, ja? Mal sitze ich, danke schön und Schluss mit Lassi. Jetzt ernsthaft. Bis jetzt ist Wolfgang der Gewinner. Vielleicht sollten wir unsere Autogramme in diese bekloppten Hefte hier. Nein. Achso, wir verlosen jetzt. Wir müssen doch mal sagen, wir verlosen. Ja, hier, stellst du mal vor. Lies es mal von hinten vor. Ihr könnt, ja, ich soll jetzt den ganzen Text hier vorlesen, aber so weit kommt er nicht. Nein, ja, dann mach ich das jetzt. Mach du das bitte, ja, okay. Ja, bitte, wo sag. Genau verlief die Mauer? Wo lassen sich noch Spuren von ihr finden? Antwort auf diese Fragen gibt es über das informative Buch der beiden Berliner Kenner. Das ist nur zu blöde. Aber ist ja, in Ordnung. Mach. Also ihr findet da richtig was, ja, von eurer alten Heimat, weil ihr könnt ja nur sowas sein, hier über sowas geht. Aber wir geben auch Autogramme. Wir geben auch ein bisschen Autogramme. Machen wir natürlich, ja, kistenweise Autogramme. Wenn ihr uns auf der Straße seht, könnt ihr uns gerne ansprechen. Ah, wir geben immer Autogramme. Na klar. Hallo. Ja. Das ist ein neuer Thema heute. Das mal. Wo kommst du denn her? Hör mal. Was? Von wo du herkommst. Ihr müsst da hier gleich am Anfang einschalten. 8 Uhr immer. Übrigens gleich, bevor wir vergessen, nächste Sendung in einer Woche schon. 20 Uhr, Freitag in einer Woche wieder hier. Wir beide nur hier. Und ich kann meine Vorfreude kaum unterdrücken. Webstream wieder. Wir sind alle auf dem Webstream. Webstream immer. Und ab in einer Woche immer alle 2 Wochen. Geht aber nicht. Natürlich, ja. Dann hast du auch so ein billig 286er. Was weiß ich, woher du so ein Game Boy kannst du nicht. Ich hab keine Zeit, Alter. Die sollen die verfickte Kacke natürlich, da lösen. Ja, wie redest du denn? Das ist, ja, bitte. Das ist wahr. Ja, stimmt, hast recht. Hallo? Ja. Ja, du bist durch. Ja, bitte. Hallo? Ja, sag. Hallo? Ey, wer nicht schneidet, ey, ich hab dreimal, ey, wirklich, wer dreimal Hallo sagt. Das ist doch scheiße, oder? Ich möchte nach Hause. Ja, bitte? Ja, hi, ich bin's wieder. Erzählt mal ein bisschen was über euer Leben jetzt mal. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine, ja, tolle, stimmt, Idee. Das ist wirklich gut. Also, bei mir war ja alles in Ordnung. Ich habe ja Abitur gemacht, wie gesagt. Durchgezogen, Jura studiert. Und jetzt bin ich in einer Firma, sag ich mal, wo ich sehr glücklich bin. Wo denn? Wisst ihr alle, oder? Nein, jetzt, ich habe meinen Chef vorgeschlagen, René, mein Chef heißt René, und den habe ich vorgeschlagen, ich möchte ja nach Marienfelde versetzt werden. Wer ist denn René? Ist der in der NPD-Parteizentrale, oder? Nein, das ist mein Chef. So weit können wir leider nicht gelten. Aber jedenfalls habe ich die Meinung, der Anrufer müssen mit denen der Senderverantwortlichen nicht grundsätzlich übereinstimmen. Wie so oft. Das hast du aber nett gesagt. Das, ich weiß, ich bin nicht professionell. Gesagt, natürlich, ich war immer professionell. Nein, da nein, haben wir verantwortlich immer gesagt. Da hat Alex gesagt, natürlich haben wir, nein, immer gesagt. Ich verantwortlich war so ein Schwachsinn, natürlich so blöd. Wollen wir rausgehen? Ja. Komm. Pass ab. Du bist so blöd. Bist du bescheuert, oder? Jetzt gibt's richtig auf die Fresse, verstehst du? Gib dir Licht hier mit! Also. Komm, halt dir das Auge zu. Achso, damit ihr denkt, du hast. Ja, natürlich, ist ja alle da. Sag mal, bist du blöd, oder? Ich hab mir Wunder, ja, ich hab einen schweren rechten. So, machen wir laut. Du musst doch kurz eine rauchen, was ist los? Frosty, ja. Guck mal, leg doch mal auf. Ja, ist hier, ich hab keinen Bock. Der heute sollte nicht mehr. Nee, ist scheiße sowas. Ja, bitte? Genau? Ja. Du hast deine Haare so scheiße gemacht, Alter. Du wolltest doch bloß den Hallertoren nicht mehr machen. Hey, Bino, wieso hast du... Ich hab jetzt übrigens ein Wort. Der Satz war wieder geil. Schreib mal Furz ran. F-U-R-Z. Ja, du hast gewonnen. Bleib dran, du hast gewonnen. Warte mal, lass mal dran. Denk dran, dein Anruf kostet 49 Cent. Mit Z oder was? Den kann Bino mir gleich nach Hause bringen. Der wohnt bei mir im Haus. Das vertickt ihr doch wieder bei eBay. Jetzt will ich doch jetzt schon. So, was willst du jetzt hier gewinnen? Willst du nicht, was hat er denn? Ja, ich kann's nach Hause bringen. Du bringst dich gerade um deinen Gewinn? Nein. Ja, erst ab 18. 1, 2, 3. Bilderkrieg. Wollt ihr noch was sagen oder nicht? Weißt du? Das Kinder, ihr erst ab 18. Ja, leider ab 18 erst, aber Furz war richtig. Furz war richtig, ja, dann können wir gewinnen. Ja, leider. Tja, jetzt das Niveau steigt, es wird immer spannender und immer schwerer. Es ist unglaublich, das ist wirklich wie bei Scheiße hoch 9 hier. Los, geh ran da. Ja, bitte. Hey, ist der Köter, ich wollte mal alles klarstellen. Das ist alles nur Spaß hier. So, ich habe eine Lösung. Zweiter A war ja schon. Ja, sag. Ja, warte mal. Ja, schnell. Gerade vergessen. Warte, kleinen Augenblick. Lass mich mal überlegen. Ja, Düse. Nee, doch. Nein. Doch, das macht es spannender. Nein, ich mach die Regel. Na gut, klar, Entschuldigung. Düse, hebst du. Wollte ich nicht. Wieso denn nicht? Ja, weil ein Ü bei ist. Das heißt UE. Nach dem Kreuzworträtsel. Stimmt, hast recht. In der deutschen Rechtschreibung ist das doch so üblich, oder? Ein Ü dazu war. Nein, aber Düse wird mit UE geschrieben bei so einem Rätsel, was ich aufstelle. Aber wir sind nicht bei Neuen Live, oder?
Nö, die sind bei du bist raus. Neuen. Du bist raus, genau. Du hast nicht gewonnen, fertig. Ja, aber wer diskutiert? Was wer macht? Trostpreisen. Wir bei Scheiß hoch neu machen hier immer Trostpreisen. Wer 50 Mal schon angerufen hat, dann kriegt er da nächsten Montag meine Arbeitssocken. Das ist so meine Idee. Ja. Ja. Per Nachname. Ja, das machen wir. Machen wir. Gibt's ja nicht. Nee, die kriegen ja nicht, stimmt. Wir sind viel professioneller als die ganzen Eierköpfe bei Scheiß hoch 9. So, obwohl wir haben den Gremlin noch immer noch zu. Ich will immer ganz kurz sagen, die bei Scheiß hoch 9, das ist wohl der größte Beschiss überhaupt. Ne? Ja. Ja, Scheiß hoch 9, na klar, logisch. Scheiß hoch 9 darfst du natürlich sagen. Natürlich kann ich aber das nicht, sagen. Nicht, dass du neuen Live sagst. So, mein Name ist Borat. Ich würde niemals very sagen. Very nice to be here. I am from Kazakhstan. Super. And later on I will have a sexy time with my sister. Ja, spannend. Und wie ist dein Lösungswort? I don't have a Lösungswort. I am too dumb to say anything to you. Ja. And I wish you a nice evening. Ja, for you the same, please. Ja, hat er alles richtig. War richtig, war gut, Englisch? Nee, er hat nicht gesagt. Ach so, ich habe ja gedacht. Nein. Das war Englisch übrigens, ja. Nee, ich weiß auch, also bei der Sendung mit der Maus würden sie jetzt sagen, das war Englisch. Am besten ist der Löwenzahn so. Hallo, Kinder. Ja, warte, ganz kurz. Das ist ja Inspektor Gadget. Löwenzahn jetzt so. Inspektor Clouseau. Hier, Löwenzahn jetzt so. Und dann so. Polter. Löwenzahn. Heute hole ich mir einen runter. Wir können zugucken, Kinder. Also ihr das bei Löwenzahn. Sehr gut, Martin. Ja, du entwickelst dich ja immer weiter, ganz hervorragend. Das geht ja richtig nach vorne mit dir. Guckt auch mal, Leute, erstmal die neuen Haare, jetzt mit dem Gehirn schon weiter vorne, ernst hervorragend. Wisst ihr, was guckt Papa am liebsten? Schwammkopf. Ach, jetzt schon, hast du erzählt. Das ist so geil, wie der sich die Krabbe sich die Hörner abnimmt oder. Hab ich doch richtig gesehen. Ich hab einmal im Flugzeug das Gameboy-Spiel gespielt. Auf dem Gameboy halt, weißt du? Ich hab die Serie halt noch nie gesehen. Schwammkopf? Ist das so gut? Das läuft da mal zu so einem. Ja, kannst du kicken. Da schlaf ich doch noch. Ist doch früh morgens um 9 Uhr, oder? Ja, du musst mal weniger. Nein, hör auf, ich muss da schlafen. Ich krieg doch mal so lange Fernsehen, weißt du? Ja, bitte. Ja, hallo. Ja, schönen guten Abend. Boah, du langweilst mich ja jetzt schon. Was ist denn los? Ja, warte doch mal. Ich muss da erst mal was sagen, bevor ich dich langweile, Alter. Ja, dann lass sie doch mal. Ja, aber hallo und dann, warte, warte, ist jetzt Applaus oder was? Nee, eine Verbeugung. Ja, okay. Bitte. Guck mal. Ja, mach mal eine Verbeugung. Hallo. Wie will dich auf den Bock spannen, oder? Keine Ahnung. Du sollst eine Verbeugung machen? Einen roten Ball haben wir da? Ja, Ball wäre auch super. Ich hab wohl einen blauen Ball gesehen. Kannst du den auf der Nase balancieren so? Warte, ein Ball? Ja. Da könnte doch sein. Nee, ich wollte dem Wolfgang nur was sagen, weißt du? Der Wolfgang, ja, wenn der hier mit Gangbang ankommt, braucht er ja nicht nach Hause zu kommen. Gut, das ist aber euer Ding. Das ist aber euer Ding. Aber Wolfgang hat was gewonnen. Willst du gleich mitnehmen, wenn du mir abholst? Ich will auch kein Aufwärts gewinnen, ich hab das spät eingeschaltet. Hey, du kannst, wenn du mich nach Hause bringst, ja, kannst du das Scheißding mitnehmen und Wolfgang eine Fresse und das bei dir vielleicht. Weil du bist doch eine Frau, die gehört ja nach Hause und. Oder in der Fabrik. Oder in der Fabrik. Kannst vielleicht auch Arbeit. In der Fabrik. Ja, also melde dich nachher nochmal nach der Sendung, Baby. Ja, okay, mach ich. Alles klar, ja, und meine private Nummer hast du ja, ne? Ja, klar, ist kein Problem, 110. Was sagt denn Silvia dazu? Ja, die will ich auch öfter, aber nur wenn die Frauen mir zu blöd kommen. Was? Da habe ich dich jetzt genug gelangweilt, oder? Warte mal, die kann doch was auflösen. Ja, natürlich, sag. Ja, aber ich hab doch nicht von vorne geguckt, ich weiß nicht, wie das Spiel da geht. Ah, da hast du noch nie Scheiß hoch 9 gesehen, aber das zeichnet sich aus, dass du Scheiß hoch 9 gesehen hast. Mein Livestream viel zu langsam und es kommt alles viel zu verzögert. Gut, du siehst doch hier die Wand, oder? Ja, nee, weil es verzögert. Warte mal, Azubi! Moment, ich hab mal Azubi gerade hier oben. Dafür werden ja Leute hier bezahlt. Wir sind ja die bei armen Leuten. Ja, aber das ist, wenn sie das mit der Verzögerung kann doch der Azubi nicht machen, wenn sie verzögert. Hey, weißt du was? Nächste Woche besorge ich mir so richtig OKB und dann rufe ich so richtig an und so, dann gewinne ich. Genau so muss es sein. Nicht wir müssen euch an euch anpassen, sondern ihr an uns. Ihr kauft so eine richtige Plasmalette, weißt du, dann könnt ihr uns auch richtig groß kicken. Genau. Und nicht hier so ein Billigfernseher, hier nicht so auf dem kleinen Casio. Nee, hier nicht mal Premiere und Arena. Hey, hallo, nur OKB. Nur wir hier im OKB. Und viel Spaß und dann bis nächste Woche richtig. Alles klar, ja, danke, so. Wolfgang. Okay, ciao. Tschö. Nächste Woche aber richtig. Danke, Wolfgang. Ja. War doch ein Witz, oder? Ja, war okay. Danke, Wolfgang. Ja, Sven, klasse. Der nächste bitte? Ja, den hast du nicht drauf, ja. Doch, war gut. Aber Martin, ich wusste gar nicht, dass Hartz IV Geld für einen Friseur reicht. Oder Arschdicker, steck dir deinen arschgefotzten Ranzig in den Rätsel, Niggerarsch. Oder Arschspanzure.
Hast du Lösungswort? Lösungswort? Ja. Hase. Ah, Vollidiot. Du hältst den Arsch, du blöder Penner. Ich will das nicht lösen. Hase, hinterher, du Arschloch. Wie willst du denn? Das ist doch wahr, der hat dich so mehr Schwanz. Ja, ist er, ja, natürlich, den kannst du zu ihm sagen. Ja. Arschloch. Blöder Penner. Fotze. Der sagt doch nicht solche schlimmen Wörter. Er hat doch erst beleidigt. Ja, aber mach doch, musst ihn dezent beleidigen. Warte mal. Du blöde, dumme Sau, zum Beispiel. Weiß ich nicht, du miese... Kleine... Durchge... Knallte Türk... Spast. Spast! Türkenspast. Trümmerlotte. Trümmerlotte, ja. Blöde Trümmerlotte! So. Hey, genau, die Trümmerlotte! Die Trümmerlotte! So sieht's aus, hier ist Wolfgang! Na Wolfgang, du alte... Trümmerlotte. So, ja, Trümmerlotte. Na klar. Na, was ist los hier? Du hast jetzt was gewonnen. Geh der Kamera, wenn ich mit dir rede. Ja, schon mein Fehler. So, was willst du jetzt haben? Willst du eine Schallplatte haben? Was willst du jetzt hier zu gewinnen? Ein Buch. Ein Biolek-Buch. Warte, zeig mal doch mal. Ach komm, wir können nicht mehr zeigen. Ich bin da hier nicht. Ja, ein Buch. Mensch, krieg Bier oder was? Schallplatte könnt ihr hier oder ein Treff mit Bier. Ja, das ist was Feines. Das ist was Feines. Die Leute können uns auch zum Essen einladen. Ja, pass auf. Weißt du, was ich meine? Wir können auch mal alle drei Leute können wir gerne mal ein Bier trinken gehen. Nein, kein Bier. Ich will ein Steak essen. Kein Bier. Was willst du denn mit einem Bier trinken? Als Alkoholiker? Bier? Warum nicht? Bier schön. Also, du hast entweder mit Bela ein Bier gewonnen. Das scheiß schöne Buch hier oder so. Jedes Mauerbuch, jedes Buch. Oder da räumt doch mal aus, ich will noch sehen, was da drin ist. Da war doch vorhin was drin. Da ist eine Strimmel, das war nicht so schwer, du Idiot. Ach so. Das ist zu Hause, Alter. Ach so, wir verlassen Sachen, die ja nicht da sind, meinst du? Das war mir zu schwer. Gut. So, was? Ja, bitte. Nee, du kannst doch nicht sagen, was die Leute sagen sollen. Bier geht ohne, weil. So, ja, bitte? Da war, die ist ja schon an zweiter Stelle. Hallo, Herr, obwohl, wäre du schön du bist durch. Oh, Wolfgang hat doch was gewonnen, offiziell. Der kann mich ja mal zum Saufen einladen. Ja, bitte? Hallo? Hey, guten Abend. Wir wollen nicht saufen. Ich will ein Steak essen. Aber wenn ich keinen Hunger habe, dann kann ich doch Bier trinken. Halt ein Pommes essen, ja, bitte? Laber doch nicht dazwischen, die Rede, du Affe. Genau, rede doch nicht dazwischen, wenn ihr redet, Mensch. Ich sag Krebs. Der hat mit dir geredet. Krebs ist zu. Sind da 4, 5 Buchstaben, Mensch. Kannst du nicht zählen? Raus. Wer raus, jetzt raus. 5 Buchstaben Krebs hier. Krebs. Krebs, ne? Krebs. K-R-E-B. Krebs. S-5. Krebs. Super. Ich dachte, er hat Bruttosozialprodukt gesagt. Aus! So was geht leider gar nicht. Darüber können wir auch nicht lachen. Mega lustig. Ja, bitte? Nein, ich find's natürlich nicht lustig. Blödsinn. Ja, bitte? Ich würde dich gerne mit den Leuten da quatschen im Fernsehen. Mit wem? Du bist durch. Hallo? Ja. Du Opfer! Wie lange hast du dafür geübt? Wir haben es selber aufgelegt. Du Opfer, du Opfer. So, warte mal, 18 Buchstaben. Kommt keiner auf Bruttosozialprodukt? Ja, kommt keiner auf Bruttosozialprodukt. Okay, da wart ihr wenig. Oder die Preise sind nicht attraktiv. Aber trotzdem ist es weiterhin spannend, finde ich. Also, wir sind ja gerade in der dritten Reihe. Ja, 3 Antworten und keine Gewinner. Wir können auch noch beliebig erweitern, liebe Leute. Geht 3 Kreuzwechselhäuser. Ja, bitte. Hallo? Ja, bitte. Ja. Ich möchte lösen. Ja, dann löst mal hier den Scheiß. Was, wie viele Buchstaben muss ich? 4 oder 5? 4. 4. Scheiße. So, Scheiße, ist so lang. Nee, dann nehme ich. Versuch's mal mit Code. Nee, warte mal. Ja, schreib's geht's aber. Was geht? Ich kenne eine, die hieß Code mit Nachnamen, aber mit TH geschrieben. Code? Ich kann da keine Nachnamen hier auf. Ich hab da keine Scheiße. Erst Code, dann Code. Ist das Scheiße. Ja, bitte. Ja, du bist durch. Tja, da bist du wieder raus. Was machen wir hier? Ich hab keine Ahnung, die Leute sind hier zu unfähig. Es ist wirklich so ein einfaches Rätsel da. Ey. Also bis zur nächsten Woche. Ja, bitte, hallo. Natürlich. Warum ja, wir machen da weiter. Nee, ja, na klar. Die ganzen Hauptschüler hier bei uns noch. Ja, bitte? Hallo. Ja. Hallo? Ja, du bist durch. Ja, toll. Ja, super, Mensch. Ich kann das ja nur von YouTube. Ja, ist geil, war da. Wir sind ja scharf, wir sind Mensch, überall da vertreten. Bist ja so berühmt, Bela. Ja, hab ich so keinen Bock mehr. Komm, was ist, hast du jetzt, wir können auch gerne mal ein Bier trinken. Ich bin ja gerade von der Arbeit gekommen. Hat der Arschfick-King schon angerufen oder noch nicht? Ich dachte, du bist gerade dran. Nee, hat doch nicht angerufen. Aber wenn er sich anruft, melde ich mich bei dir, ja? Warte, Taxi vor, Harry.
Harry soll den Taxi vorfahren. Kann ich jetzt mal kurz annehmen, weil du machst so ein Herzschild-Egoisten. Ja, nee, komm, ist doch scheiße.